Hey Leute, willkommen zu der zweiten Folge von der Spielerkarriere. Manuel Neuer wechselt zu Schalke, um Schalke zu helfen. Auf geht's ins erste Spiel. Das erste Spiel angepfiffen und wir sind mit Manuel Neuer nicht in Gelsenkirchen angekommen. Nur bei der Schalker Mannschaft. Aber ansonsten spielen wir jetzt hier in Freiburg auswärts. Ich bin sehr gespannt, was hier geht. Hoffentlich mal ein Sieg. Das sieht doch schon mal gut aus. Und 3 Minuten. 1:0. Ein Blitzstart à la Manuel Neuer. Und wir haben sogar fast eine Vorlage gegeben. Wie cool ist das denn? Ein paar Leute haben mich immer mal wieder gefragt: Ey Mike, kannst du mal ein Tutorial machen, wie man den Torwart in PES steuern kann? Ja, wenn ihr das wollt, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wie viele das von euch interessiert. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, schöne erste Parade, die wir hier vorzeigen konnten. Sehr, sehr wichtig. So, vielleicht leiten wir direkt wieder ein. Wir probieren es mal mit einem langen Ball. Und fast. So, wir bekommen in diesem Spiel immer wieder den Ball und probieren es immer wieder mit einem langen Ball nach vorne und nicht mit dem kurzen, weil da hinten, guck mal, die stehen auf Offensive, können da irgendwas reißen. Und das sollten wir auch tun, jetzt komm schon! Nein! Flecken hat auch gut gehalten im Tor der Freiburger, das war eine Riesenchance! Digga, komm schon, Mann ey, wir müssen hier echt gewinnen. Wir führen 1:0, wir spielen ein super Spiel. Und bisher haben wir mit Schalke noch nicht gewonnen. Ah, Ball ist Maus. Heute wird Zeit jetzt. Boah, er lässt ihn da eiskalt stehen. Und jetzt in der Mitte die Möglichkeit. Nein. Zu zentral. Oh, 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 jawoll! 2:0! Was für ein bitteres Eigentor und was für eine Panne beim gegnerischen Torhüter. Ich hoffe, das passiert mir nie. Das wäre richtig schlimm. 2:0, Eigentor, noch vor der Halbzeit. Aber halt wieder auswärts, die Tore. Torhymne, die Heimtorhymne, haben wir noch nie gehört. Nur einmal die von Leverkusen, aber das wollte ich nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass wir die von Freiburg auch nicht hören müssen. Das war relativ schlecht geklärt. Und aber hier ganz, ganz stark gehalten. Yes, Mann. Boah, ich hatte so Angst. Da bin ich jetzt richtig stolz auf mich, dass ich den hab. Sau, sau wichtig. Und den können wir auch noch fangen. Und so gehen wir mit 2:0 in die Halbzeit. Das ist unglaublich wichtig. 3:0 und der Sack wird zu. Harit, Uth und der Torwart Flecken, der macht auch, naja, ein gutes Spiel kann man nicht sagen, wegen dem einen Patzer und zwei Gegentore schon, aber ein paar gute Paraden hat er auf jeden Fall. Boah, der war gefährlich. Hätte ich vielleicht wegfausten können, habe ich nicht gemacht. Ich war zwar in der Ecke, aber der kann sehr gefährlich kommen, muss ich echt zugeben. War crazy. Boah, der geht neben den Kasten. Noch steht die Null. Das wäre, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich nicht ganz täusche. Komm schon, und 3:0 wäre jetzt so wichtig. Hüntela mittlerweile auf dem Feld. Boah, Junge, was für ein riskanter Pass. Wir haben es doch heute schon mal erlebt, dass es schief gegangen ist. Das war knapp. Alter, brutal. Bisher habe ich ihn immer weggeschossen, das war das erste Mal, wo ich gepasst habe. In der heutigen Folge zumindest, mag gut. 3:0 wäre natürlich eine Erleichterung, 2:0, gut, es sind noch 10 Minuten ungefähr. Aber ich hoffe natürlich auch, dass die 0 bleibt und dass der Sieg bleibt. Und so ist es tatsächlich, erster Sieg, erstes Mal zu 0. Sehr geil, sehr gay. So können wir ganz, ganz kurz auf die Tabellensituation blicken. Wir sind nämlich mit 21 Punkten ganz, ganz gut unterwegs auf Platz 13. Mal gucken, was noch in dieser Saison so geht. Jetzt sind wir mal wieder zu Hause. Ich meine, guckt euch mal an, wie geil das Stadion aussieht. Jetzt wollen wir die Torhymne auch mal zu Hause hören. Aber wir spielen wieder gegen einen stärkeren Gegner. Augsburg, Platz 9 sind die. Wir, wie gesagt, gerade Platz 13 haben wir gesehen. Kann klappen,
Kann aber auch echt schwer werden. Wieso sind hier so Flecken auf dem Feld? Ist das Sonne? Warum? Boah, erste richtig gute Chance. Rammern, aber die haben wir down heute. Das war wild. Gibt direkt Ecke hinterher, nicht schlecht. Wir bekommen mal den Ball. Mal zu sehen und sogar zu spüren. Der Wahnsinn. Das ist ein sehr, ja, mittelfeldlastiges, ernüchterndes Spiel, muss man sagen. Ich meine, ich finde es gut, dass ich nicht so viel zu tun bekomme, aber der gegnerische Torwart hat halt auch nur einmal was zu tun. Ja, ist halt schade. 0:0, dementsprechend auch das Halbzeitergebnis. Ja, den können wir fangen. Die erste Aufgabe für uns. Finally. Und wir bekommen wieder den Ball. Wie cool ist das denn? Jetzt spielen wir ihn raus. Armin Harit, auf geht's nach vorne jetzt. Boah. Der erste richtig gefährliche Schuss, muss ich zugeben. Aber wir haben ihn sehr gut pariert und da bin ich echt stolz drauf. Weil man ist nicht so warm, wenn halt keine Schüsse kommen. Aber der, super. Wilde Geschichte. Da gibt's einen Foul an mich oder gab's einen Foul an mich. Das war sehr interessant. Ich habe den Ball bekommen, wollte nach vorne schießen und er senzt mir einfach mal um. Interessant. Ja, dann machen wir es jetzt. Nein! Ja, ich kann halt nicht alles halten. Das ist das mit dem, was ich gemeint habe, dass ich nicht warm bin. Ich habe mich verschätzt. 1:0 für Augsburg. Zu Hause kriegen wir es nicht hin, ein Tor zu machen. Und ja, dass der jetzt reingeht, naja. Ja, bittere Niederlage 1:0 gegen Augsburg. Zu Hause mal wieder. Was willst du machen? Der 35-jährige Torwart geht weiter nach unten. Wir waren mal auf eine 92, 89 aktuell. Tendenz sinkend. Das dritte und letzte Spiel für die heutige Folge. Natürlich auswärts. Jetzt in den weißen Trikots. Und ja, ich hoffe, dass wir die Torhymne nicht hören. Ich hoffe, dass ich zu Null spiele. Und ich hoffe, dass wir vorne jetzt wieder ein bisschen mehr Gas geben. Vielleicht haben wir aber eine Heimschwäche, ich weiß nicht. Oder vielleicht, mein Gott, es ist Schalke. Wir sind allgemein gerade ein bisschen im Tief. Aber naja. Jetzt mit der schönen Faustabwehr nach einer Ecke. Ecken nicht meine Spezialität, muss ich ehrlich zugeben. Aber hier in diesem Fall konnte ich immerhin was ausrichten. Wir kriegen einen Vorteil, wir kriegen einen Konter. Aber es sind schon wieder zu viele Mainzer da und zu wenig Schalker. Jetzt vielleicht die Flanke, aber wird schon geblockt. Schade. Der Ball, der segelt. Segelt durch die Reihen. Ey, Jungs, auf geht es. Mainz gegen Schalke. Jetzt sind echt nicht so die beiden Übermannschaften. Und hier im Spiel auch nicht. Also, wir haben ein bisschen mehr Hoffnung, aber auch nicht viel mehr. Also Mainz ist auch relativ auf dem gleichen Niveau. Weiß gar nicht, wo ich hinspielen soll, ey. Ich kann einfach laufen, lol. Werd gar nicht attackiert. Komm, renn durch. Oh, der andere Torwart fängt dann easy, ey. Da kommen wir zur Hilfe und dreschen ihn einfach mal wieder nach vorne. Vielleicht können wir durch so lange Bälle, Kopfballverlängerung irgendwas reißen wie im ersten Spiel. Weil die anderen 40 Minuten ging ja bisher jetzt nicht ganz so viel, muss man zugeben. 0:0, das Halbzeitergebnis dementsprechend der Leistung. Wumm. Leute, ich kann ja Käffchen trinken, ey, ich sag's ja. Das ist zwar Wasser nur, aber es passiert nichts gerade. Jetzt gab's einen Foul. Da kann man was draus machen. Da kann man was draus machen. Komm, Harit. Oder ich weiß nicht, wer das andere ist, aber Harit macht's. Ach. Hopp, 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 hopp. Hobetza. Mach, na nein! Armin Harit, rechte Ecke, auf geht's! Jetzt ist er nicht drin! Starke Parade!
Weiß nicht, wer da im Tor steht. Zentner ist es. Kratzt da schön raus. Juckt sie halt schon im Finger, nach vorne zu gehen bei der Ecke. Trau mich aber nicht weiter als so. Ah, Minarit. Ut, Ut. Marc Ut. Wenn er drin ist. Oh, Platz ist da. Boah, Außennetz. Ich dachte, er flankt rein, aber hat er Gott sei Dank verkackt. Einfach wegdreschen. Ja, ein bisschen risky, aber man muss auch manchmal ein bisschen Risiko eingehen. Ach du Scheiße, jetzt passt er mir schon wieder. 0-0 das Endergebnis. Immerhin haben wir das zweite Spiel zu 0 gespielt und haben in der ganzen Folge nur ein Gegentor kassiert, was echt, echt krass ist. Aber naja, also gegen Mainz, es ist okay, ein Punkt, das ist okay. Mit diesen Statistiken verabschiede ich mich jetzt für das heutige Video. Ballert mir auch gute Statistiken rein, indem ihr ein Like da lasst. Haut rein, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!